Aber ich war schon überlegen, ob ich nicht doch die untere nehmen sollte, aber wenn ich mich auf meinen Verstand verlasse, bin ich verlassen genug. Naja, so viel dazu, Leute. Oh, ich bin echt froh, wenn ich hier wirklich bei dem Dungeon bin und dann wirklich diese Passagen soweit erstmal hinter mir habe. Was ich ehrlich gesagt vermisse in Vorgänger hier in Kitty Chaos 1, welches ich ja gerade spiele. Ja, es gibt wieder ein Training. Ist natürlich die Tatsache, dass es in Dungeons wirklich kaum Räume gibt, wo es jetzt beispielsweise Hinweise gibt, wie es beim Gameboy der Fall war. Ich hoffe, ich überlebe dieses Training hier. Ah, das ist schon etwas böser. Ah, verdammt. Okay, aber trotzdem, wenn ich das hier geschickt rüberspringe und aufpasse, wo die Platten langfliegen, kriege ich das hoffentlich ohne möglichst viel Schaden zu kriegen, nehmen, hin und kriege hoffentlich meine Feuerpfeile wieder. Auch wenn ich sie erst wieder benutzen kann, wenn ich zwei volle Balken habe. Na klasse. So viel muss ich erstmal schaffen. Aber erstmal das Training überstehen und ich habe es hingekriegt. Aber da es ja eh nicht mehr weit dauert, bis ich eigentlich 600 Herzen hätte, nehme ich jetzt mal den Bogen. Denn dadurch können sich die Pfeile weiterschießen lassen. Aber, naja, beim Gameboy-Teil würde er sogar noch den Hinweis geben, ja, du brauchst so und so viele Balken, um das benutzen zu können. In den NES-Teil haben die leider noch nicht so weit gedacht. Sowieso finde ich es schon ein bisschen heftig, dass sich der NES-Teil und der Gameboy-Teil so stark unterscheiden. Naja, in einigen Sachen auf jeden Fall, aber trotzdem, ich meine, viele Sachen hätten sie schon im NES-Teil einbauen können. Ein paar mehr Hinweise wären auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Okay, erstmal wissen, was wir hier Tolles haben. Hier wäre mal wieder ein Laden. Wie sieht es eigentlich mit meiner Lebensflasche aus, die ich noch habe? Mit dieser Lebensflasche könnte ich auf jeden Fall meine Lebensenergie einmal auffüllen lassen, wenn meine Lebensanzeige 0 erreicht. Wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest war es beim Gameboy so. Also wenn es jetzt beim NES anders ist, dann ist das richtig mies. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das anders war. Ich meine, das hatte denselben Effekt, denn das hier ist der Vorgänger. Und wäre ziemlich dumm, wenn es beim Vorgänger anders hat als beim Nachfolger. Naja. Ich frage mich ja sowieso, wie das bei Kitty Chaos Uprising sein wird. Dort weiß ich auf jeden Fall, wird das sowieso sich etwas anders spielen lassen. Und ich denke mal, dort wird es einige Items, die man hier aus diesem Teil kennt, wahrscheinlich nicht mehr geben. Okay, das hier ist richtig mies. Mit den ganzen Dornen hier. Okay, hier gibt es nur zwei Schlangen. Ah, und noch hinterhältige Schlangen. So, aber ich kriege jetzt diese Plattform und ich habe nicht mehr viel Energie. Egal, spring in den Abgrund, spring ins Wasser oder lass dich treffen, je nachdem. Ist mir scheißegal, Hauptsache ich komme noch heil ins Ziel dieses Levels. Was mir momentan ein bisschen Angst macht. Denn ich habe nicht mehr viel Energie. Nein, hier ist auch nur so ein dummes Gegner bekämpfe. Und darauf habe ich im Moment keine Lust. Und vor allem will ich mich nicht töten lassen. Vor allem nicht durch diese Yetis hier. Und zwei Treffer noch und dann war es das mit mir. Oder ein Treffer. Es sind wieder diese Diebe. Ich bin auf dem Friedhof gelandet. Im Himmel gibt es einen Friedhof. Interessant. Ich frage mich sowieso, wie die Engel hier sterben können. Pit kann es auf jeden Fall. Aber andere Engel? Habt ihr schon mal einen Engel sterben sehen? Ich brauche ein Glas. Ich meine, ich hätte notfalls noch die Lebensflasche, aber ich warte mal, ob er wirklich sein Sortiment wechselt. Einfach Geduld. Oder bleibt das so? Nee, scheinbar wechselt er es nicht. Schade. Und ich kann mir nichts von... Obwohl doch, ich könnte mir diesen Bogen kaufen. Aber warum ist er eigentlich günstiger als die Feuerpfeile? Dann hätte ich doch die Feuerpfeile nehmen können. Hätte ich das eher gewusst. Aber ich wusste es leider nicht eher. Deswegen passe ich jetzt lieber mal auf. Denn einmal in diese Brühe und das war's. Oder einmal in irgendwas anderem. Deswegen Vorsicht ist hier geboten. Vorsicht und möglichst etwas Konzentration, um das hier heile zu überleben. Das tut nämlich ein bisschen weh, hier noch irgendwie getroffen zu werden. Oder einfach mal wegzurennen. Bei. Oder diesen Gegnern hier aus dem Hinterhalt irgendwie zu entkommen und... Okay, danke Lebensflasche, danke, dass du mein Leben gerettet hast. Trotzdem schade, dass ich jetzt schon wieder los bin. Ja, aber wenigstens hat sie ihren Zweck erfüllt, das reicht mir. Das Ziel dürfte eigentlich auch nicht mehr weit sein. Dieses Level ist ja schon lang genug gewesen, eigentlich. Und von mir aus kann jetzt wirklich das Ende mal kommen und da ist es auch schon. Oh, schöne Wolken und wir sind beim nächsten Tempel endlich angekommen. Oh, geil. Bitte etwas mehr Lebensenergie, dann bin ich glücklich. Nein, kein Power-Up.
Was soll's? Ab in den zweiten Dungeon, der auch etwas anders aussieht als der erste. Ach, Karte haben wir noch nicht. Die kriegen wir hoffentlich wieder gratis, bevor ich mir hier die ganzen Herzen ausgeben muss. Aber gut, die Karte haben wir schon mal gefunden. Na, natürlich ist mal alles wieder viereckig. Ich glaube, die ganzen Dungeons sind hier wirklich komplett so aufgebaut, ganz viereckig. Aber ich meine, es wurde nicht in jedem Dungeon jedes Feld benutzt. Wie viel haben wir? 7. Das heißt, 7 Krieger kann ich nur befreien. Ist nicht gerade viel. Aber es ist, ich denke mal, es wird seinen Zweck hier so weit erfüllen, dass ich hier den Boss damit bezwingen kann. Und dann bin ich schon glücklich. Ich meine, wenn ich mir die Finger damit noch nicht was schmutzig machen muss, aber ich sehe gerade, der nächste Boss wird auf jeden Fall 200 Schaden in Anspruch nehmen. Also 200 Punkte, die ich eben abziehen muss, damit er besiegt ist. Ah, Pilze. Böse Pilze, böse Pilze, böse Pilze. Um ihn überhaupt zu besiegen. Was haben wir hier links eigentlich? Ich muss hier wirklich jede Ecke dieses Dungeons erkunden. Möglicherweise wieder eine heiße Quelle, die ich hier finden kann, die ich natürlich auch hier brauchen werde. Definitiv. So wenig Energie, wie ich jetzt gerade noch habe. Meine Lebensflasche ist ja leider. Fuji ist nur die Ärztin. Das heißt, hier gibt es auch wieder in der Nähe diese tollen Aubergine-Gegner. Die gibt es sowieso in jedem Dungeon. Deswegen, das war ja nicht anders zu erwarten, oder? Okay, und eine kleine Warnung, falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, oder? Ist das mal so. Ich werde diese Kitty Karos Let's Play-Aufnahme auf jeden Fall anderthalbstündig aufnehmen, weil es ja eigentlich nicht wirklich lang ist. Und ich denke mal, in 2 Aufnahmeetappen könnte ich das Spiel durchhaben, wenn ich es richtig angehe. Deswegen hatte ich das eigentlich so vor, in einem Wochenende auch hochzuladen. Ja, das Wochenende wird auf jeden Fall ein Kitty Karos Wochenende, wo es hochgeladen wird. So viel kann ich euch schon mal vergewissern. Deswegen bete ich jetzt einfach mal, dass ich jetzt nicht verflucht werde. Danke. Ich wurde nicht verflucht. Wenigstens etwas, was mir erspart bleibt. Ich meine, wenn ich schon bei der Lotterie kein Glück habe, muss ich ja woanders irgendwie etwas Glück haben. Und zwar dadurch, dass ich nicht verflucht werde. Leute, das ist echt mies. Ein Hammer noch. Ein Hammer und dann haben wir sie. Aber das ist ein langer Weg nach oben. Okay. Und vor allem doppelte Räume, die man hier gleich hintereinander begehen muss. Oh nein, 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 vergiss es. Zu viele Gesichter. Obwohl, die kann man auch leicht besiegen. Ein Treffer, aber sie haben scheiß Bewegungsmuster. Da habe ich ein bisschen Angst jetzt. Ein Treffer noch und das war's, glaube ich, schon mit mir. Egal, nicht dran denken, weitergehen. Und das bevor meine Stimme hier gerade versagt. Ich könnte echt mal einen Stift oder eine Fackel im Moment gebrauchen. Oder soll ich es wagen hier einfach mal? Diesen Trick kann ich hier doch benutzen. Ich brauche mich noch nicht mal verfluchen lassen. Und hier wäre eine heiße Quelle gewesen. Naja, muss ich mich mit dem Fluch hier wieder rumplagen. Und wir warten und wir warten und wir warten und wir warten. Gib mir meine Gestalt zurück und sonst... So schnell kann ich nicht mitsingen. Auch wenn dieses Lied wirklich toll ist. Ja, so, weiter geht's. Gibt's hier nicht noch eine Krankenschwester, die mich vielleicht entfluchen kann, bevor ich den ganzen Weg zurücklatschen darf? Also genug Herzen für auf jeden Fall jeweils eine Fackel oder einen Stift hätte ich auf jeden Fall. Und das brauche ich mir nicht kaufen. Nein, du sollst ein anderes Sortiment haben, wenn's geht. Nein, anderes Sortiment. Bitte Stift oder Fackel, ja, wunderbar. Stift hätten wir schon mal und dann wird's Zeit für die Fackel. Damit ich mich nicht so einfach verlaufe. Ich muss nur Geduld haben. Da ist sie auch schon... Und hier auch noch 408 Herzen. Das müsste reichen für sämtliche anderen Items, die mich noch erwarten. Und ich bin ganz oben in der Klasse, aber ich brauche die Krankenschwester. Weil ohne Krankenschwester habe ich sowas von ein Problem, um mich hier überhaupt weiter voran bewegen zu können. Aber ich mache es trotzdem mal. Ich weiß, ich bin lebensmüde. Aber das sollte man von mir ja schon gewohnt sein, dass ich bei Let's Plays manchmal etwas mehr wage, als man wagen sollte. Ich glaube, ich gehe wirklich lieber zurück und suche die Krankenschwester nochmal auf. Denn die kann mich heilen. Oder... Ja, die kann mich auf jeden Fall heilen, aber ich überlege gerade was. Und zwar kann ich mit dieser Aubergine jetzt nicht irgendwie da abkürzen. Hier wollte ich nämlich nochmal links lang. Und beim nächsten Mal sollte ich wirklich aufpassen. Nein, das wird nicht klappen. Scheiße. Nein, ich kann nicht abkürzen. Na gut, muss ich halt leider runterklettern. Bleibt wohl nicht aus. Schade. Egal. Egal. Autsch. Egal, nur Kratzer. Oh, noch mehr Pilze. Ich kann euch leider nicht bekämpfen. Nein, mir fehlt die Krankenschwester, die mich heilen kann. Hier gäbe es auch noch mal ein paar Items. Brauche ich aber im Moment gar nicht.
kann noch nicht mal Hammer benutzen mit dieser Aubergine-Form. Oder mit dem Aubergine-Fluch. Okay, Krankenschwester, wie weit bist du noch? Hier sind wieder meine Menge Gegner, die mich einfach nur ärgern wollen. Ich muss noch weiter rechts. So viel weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr, wo sie war. Da oben komme ich auf jeden Fall nicht hin. Wie sieht's aus, wenn ich hier rechts gehe? Noch mehr Gegner, ja klasse. Noch mehr solche Gegnerräume. Als hätte ich noch mehr Probleme als Aubergine.